Hier übernimmt nun Radio DARC. Wir machen weiter mit dem traditionellen gemeinsamen Kurzwellenmarathon am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir lassen heute die Frequenzen rocken und erinnern an die Zeiten, in denen die gute alte Kurzwelle noch ganz normal war. Und los geht's mit viel weihnachtlichem Schwung. Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateurradios e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 670 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Kurzwelle. Zusätzlich werden unsere Beiträge von mehreren Sendepartnern auf UKW, DAB und per Webstream übernommen. Sie hören nun unsere spezielle Weihnachtssendung zum Kurzwellenmarathon. Ich bin Cody Farron und ich werde Sie durch die heutige Sondersendung führen. Das gesamte Redaktionsteam wünscht Ihnen ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest. Radio DARC, eines der wenigen noch verbliebenen Kurzwellenprogramme aus Deutschland. Traditionell haben wir auch heute wieder ein paar ganz besondere Beiträge und die schönsten Melodien für Sie vorbereitet. Viel Freude und guten Empfang. Das Jahr 2023 liegt nun weitgehend hinter uns und es war höchst ereignisreich. Elektriviert wurden jedoch alle Funkfans von einem ganz besonderen Jubiläum. Der Rundfunk wurde im Oktober genau 100 Jahre alt. Was damals im Herbst 1923 doch eher bescheiden begann, sollte sich binnen weniger Jahre zum wichtigsten Leitmedium der Weltgeschichte entwickeln. Das Radio veränderte das Leben der Menschen so gründlich wie sonst nur das Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren. Auch wir von Radio DARC sind stolz darauf, ein Teil dieses Erfolgs zu sein. Wir möchten Sie daher jetzt nochmal mitnehmen auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Rundfunkgeschichte. Montag, 29. Oktober 1923, 8 Uhr abends. In einem Gebäude im Zentrum Berlins steht auf einem Stuhl ein Kohlemikrofon, mittels einiger Berliner Adressbücher auf die passende Höhe gebracht. Friedrich Georg Knöpfke, seines Zeichens Leiter der frisch gegründeten Deutschen Funkstunde, blickt sich nochmals im Raum um. Dann spricht er in das Mikrofon. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Mit diesen Worten begann also der Unterhaltungsrundfunk in Deutschland. Genau vor 100 Jahren. Die drahtlose Nachrichtenübertragung war da noch keine 25 Jahre alt. Funksprüche wurden fast ausschließlich von Punkt zu Punkt übertragen. Von einem Sender zu genau einem Empfänger. Aber die Idee, diese Technik dazu zu verwenden, mit einer Sendung viele Hörer zu informieren und zu unterhalten, war schon alt in der Welt, wenngleich selbst viele Fachleute das für Fantasterei hielten. Denn die damals ausschließlich eingesetzte Telegrafie taugte natürlich nicht für ein Massenpublikum. Daher experimentierte man mit Möglichkeiten, auch Sprache und Töne auf eine Trägerwelle aufzumodulieren, indem man den Atomstrom und damit die Amplitude des Sendesignals im Takt der Sprache oder Musik veränderte. Dazu platzierte man zunächst das Mikrofon einfach zwischen Senderausgang und Antenne. Das war aber bei höheren Leistungen nicht mehr praktikabel und für die Person vor dem Mikrofon sogar riskant. Die war nämlich ständig in Gefahr, sich an dem vom Antennenstrom durchflossenen Mikrofon Mund oder Nase zu verbrennen. 1913 kam es dann zu einer Entdeckung, ohne die es diese erste Rundfunksendung so nicht gegeben hätte.
Alexander Meissner fand heraus, wie man mit der wenige Jahre zuvor von Lee de Forest und Robert von Lieben erfundenen Elektronenröhre ungedämpfte Schwingungen erzeugen und dann auch verstärken kann.